Es sind alles Epizyklen. Etwas staut sich an. Die Verwirrung wird größer. Die Komplexität unübersehbar. Der Müll häuft sich. Es beginnt zu stinken und zu stänkern. Die Verzweiflung, die Depression. Und dann platzt irgendwann der Knoten wieder. Und es vereinfacht sich und es entlädt sich und es entleert sich. Es entlastet sich. Und das, was vorher so komplex und verwirrend und labyrinthisch erschien, hat sich geordnet. Und dann erfolgt die postpartiale Entlastungsdepression. Und dann kann der Staudamm allmählich erneut volllaufen, allerdings auf einer höheren Staustufe. Denn die untere ist erledigt. Sodass das also immer nur Stück um Stück durchgearbeitet werden kann. Es geht nicht weiter, wenn das Alte nicht erledigt ist. Erstmal wieder aufräumen und den Vorgarten befreien vom Schutt der Bearbeitungsreste.